Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal eben zeigen, wie einfach es eigentlich ist, hier an diesem Schlüssel der Marke Audi die Schlüsselbatterie zu tauschen. Auf der einen Seite haben wir hier die Öffnen- und Schließen-Tasten. Wir konzentrieren uns auf die Rückseite. Und hier könnt ihr es schon sehen, hier befindet sich der Batteriefachdeckel. Ich mache euch mal eben das Licht an, dann seht ihr das hier besser. Dieses hier ist der Batteriefachdeckel. Und den müssen wir jetzt einfach öffnen. Zum Öffnen holen wir den Schlüssel raus. Dann nehmen wir ein Werkzeug. Ich nehme hier einen Kunststoffkeil und wir können diese Kappe, hier ist unter anderem ein so ein Rastverschluss, einfach durch Verdrehen dieses Schlüssels oder dieses Werkzeugs können wir die Kappe öffnen. Kappe legen wir ab. Hier haben wir eine Schlüsselbatterie. Das ist hier eine CR2032. Einen Kauflink von solchen Schlüsselbatterien lege ich euch mal unten in die Videobeschreibung, falls ihr welche kaufen wollt. Ich empfehle aber nur, kauft euch Markenbatterien und nicht irgendwo im 1-Euro-Laden irgendeine Batterie kaufen. Dann gehen wir her, nehmen einen kleinen Schraubendreher. Ich nehme hier meinen kleinen Handy-Schraubendreher. Und jetzt können wir diese Batterie hier einfach anheben. So, und können diese Batterie ausbauen. Bevor wir jetzt die neue Schlüsselbatterie einsetzen, empfehle ich auf jeden Fall, hier ist noch eine Restspannung in diesem Schlüssel und die müssen wir mal eben abbauen. Die können wir ganz einfach abbauen, indem wir die Öffnen- und Schließen-Taste gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken. Dann ist hier auch die komplette Restenergie aus diesem Schlüssel heraus. Jetzt ist das Ding hier komplett stromlos. Jetzt nehmen wir eben die neue Batterie und setzen diese Batterie in diesen Schlüssel ein. So, zack. Hier ist diese Schlüsselbatterie jetzt wieder eingebaut. Wir nehmen diese Kappe und setzen die einfach ein. In den Schlüssel erst, ich zeige euch das mal ein bisschen besser, in diesen Schlüssel hineinstecken. So. Und dann herunterdrücken und das war's. Die Öffnen- und Schließen-Funktion an eurem Fahrzeug ist nicht verloren gegangen. Die braucht nicht erneut angepasst werden. Dieser Schlüssel öffnet und schließt euer Fahrzeug wie vor dem Batteriewechsel auch. Des Weiteren springt euer Fahrzeug auch sofort an. Hier muss nicht die Wegfahrsperre angepasst werden. Gar nichts. Ihr müsst hier nichts machen an diesem Schlüssel. Ihr könnt ihn sofort weiter nutzen. Zur Kontrolle mache ich mal eben das Licht aus. Hier haben wir eine kleine Diode und die blinkt auch wieder, wenn ich hier diese Tasten betätige. Also, wichtige Info für euch, Schlüsselbatterie tauschen, ja, ist ganz einfach. Der Schlüssel muss danach nicht von einer Audi-Werkstatt irgendwie an das Fahrzeug angepasst oder angelernt werden. Das war unser kurzes Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten und Kanal abonnieren ist ja wohl selbstverständlich. Gut, das war unser Video. Schlüsselbatterie tauschen, Audi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.